Börsenstrompreise sind auf Rekordlevel. Teilweise 3 bis 5 Mal so hoch wie im Vorjahr. Das sieht jeder von uns auf der Stromrechnung. Doch es gibt eine Möglichkeit, dieses Problem zu minimieren. Wirklich jeder kann Strom mit Solarzellen günstig selbst produzieren. Selbst Mieter einer Wohnung. Möglich machen das Balkonsolaranlagen. Man befestigt diese einfach an seinem Balkon oder Gitter und kann dann von günstigem Solarstrom profitieren. Die Vorteile? Das System kann jeder, auch ohne technisches Hintergrundwissen, installieren und kommt ohne aufwendige Anmeldung beim örtlichen Netzbetreiber und Marktstammdatenregister aus. Dazu aber später mehr. Für über 1000 Euro gibt es ordentliche Komplettpakete. Doch tatsächlich kann man hier auch sehr gut sparen. Möglich ist ein Balkonkraftwerk mit schneller Amortisation für unter 500 Euro, teilweise sogar für 300 Euro. Doch was benötigt man für ein solches Kraftwerk und was lohnt sich wirklich? Für ein Balkonkraftwerk benötigen wir spezielle Solarzellen, sogenannte Stecker-Solarzellen bzw. Plug-and-Play-Module mit Halterung. Sie lassen sich hervorragend an Balkonbrüstungen oder auch an Gittern montieren. Solarzellen produzieren aber leider einen Gleichstrom. Unser Stromnetz ist auf einen Wechselstrom ausgelegt. Damit wir also unseren Strom nutzen können, benötigen wir einen Wechselrichter. Er wandelt den Gleichstrom in einen Wechselstrom um und ermöglicht die Einspeisung in das Hausnetz via Steckdose. Bei der Auswahl des Wechselrichters sollte man sich am besten am eigenen Bedarf orientieren. Fließt euer Strom nämlich ins Netz, bekommt ihr dafür nichts, nicht mal einen einzigen Cent. Günstige Modelle, je nach Wattzahl, gibt es hier für 80 bis 250 Euro. Nennenswert ist hier beispielsweise Envatec oder Growatt. Die Modelle von Bosswerk können sich sogar mit dem Netz verbinden, um beispielsweise Monitoring des Stromertrags zu ermöglichen. Letzteres amortisiert sich aufgrund der Extra-Features aber ein klein wenig langsamer. Bei der Frage, welcher Wechselrichter mit welchen Solarzellen zusammenpasst, hilft ein Blick auf die Datenblätter der technischen Gerätschaften. Hierbei ist aber definitiv Vorsicht geboten. Bei falscher Zusammensetzung könnt ihr euren Wechselrichter beschädigen. Nach dieser Aussage ist nun für viele sicherlich überraschend, dass wir empfehlen würden, Solarzellen mit höherer Wattzahl zu nutzen, als der Wechselrichter einspeisen kann. Wir können nämlich dadurch echt viel Geld sparen. Tatsächlich kann es sich finanziell sehr gut lohnen, einen Wechselrichter mit 500 Watt mit 2 Solarzellen à 400 Watt, also insgesamt 800 Watt, zusammenzuschließen. Bekannt ist dieses System unter dem Namen Overpaneling. Die Leistung einer Solarzelle über den Tag hinweg erinnert an eine gaußsche Glockenkurve. Morgens und abends wird wenig Strom gewonnen, mittags besonders viel. Die Glockenkurvenstruktur gilt natürlich auch im Winter und Herbst. Hier ist allerdings diese Kurve deutlich nach unten geschoben und ein wenig schmaler, da weniger Licht und über kürzere Zeit auf die Solarzelle trifft. Dieses nach unten Schieben können wir allerdings mit höherer Wattzahl der Solarzellen ausgleichen. Dadurch können wir die Kurve wieder ein bisschen anheben. Zwar haben wir unter Umständen im Sommer bei perfekten Bedingungen ungenutzte Leistung, weil die Leistung der Solarzellen die des Wechselrichters übertrifft, aber dafür wiederum profitieren wir von der höheren Leistung in Schwachlichtsituationen, also beispielsweise im Winter und Herbst, aber auch in den Morgen- und Abendstunden. Natürlich kann es sich auch lohnen, einen Wechselrichter mit höherer Wattzahl zu kaufen, aber hier ist die Frage nach der Sinnhaftigkeit gegeben. Zum einen sind das Mehrkosten dafür, dass der Strom, ohne dass ihr dafür einen Cent seht, in der Steckdose verschwindet. Zum anderen erreicht man die Maximalwerte beim Balkonkraftwerk sowieso nicht so häufig. Den überschüssigen Strom aber in einen Akku fließen zu lassen, ist ebenfalls nicht sinnvoll. Finanziell gesehen lohnt sich das in den meisten Fällen überhaupt nicht. Auch nicht, wenn man auf eine DIY-Lösung setzt oder Akkus auf chinesischen Websites in Massen günstiger bestellt. Selbst bei einem hervorragenden Preis von 100 Euro pro Kilowattstunde würde sich das Akkusystem bei einem Balkonkraftwerk niemals amortisieren. Wie schnell also amortisiert sich ein solches System ohne Akku? Das ist stark abhängig von der genauen Konstellation und natürlich von der Ausrichtung des Solarsystems. 30 Grad Südausrichtung wären optimal. Gerechnet mit 500 bis 600 Euro Investition, was bei zusammengesuchten Anlagen absolut realistisch ist, kann man in Abhängigkeit der Sonnenstunden mit einer Amortisationsdauer von 3 bis 5 Jahren rechnen. Abhängig ist dies natürlich auch vom Strompreis. Wenn dieser weiterhin so ausfällt wie aktuell, könnte sich die Anlage sehr zum Ärgernis normaler Stromkonsumenten schon in 2 Jahren refinanzieren. Sehr empfehlenswert bezüglich der Amortisationsdauer, aber auch zur Anmeldung des Balkonkraftwerks ist die Website der Verbraucherzentrale. Der Link ist in der Videobeschreibung. Auch dieses Solarsystem muss natürlich angemeldet werden.
wenn auch dies meist recht einfach online oder auch per Brief geht. Und natürlich muss auch der Vermieter seine Zustimmung geben. Ein wichtiger Tipp aber, wer besonders viel diffuses oder schwaches Licht zur Verfügung hat, soll unbedingt mal gezielt nach Schwachlicht-Solarzellen suchen. CDTE-Solarzellen haben einen vergleichsweise geringen Wirkungsgrad. Sie liefern aber überraschenderweise, gerade im Winter und bei Schwachlicht, deutlich mehr Strom als Siliziummodule, die teilweise einen doppelt so hohen Wirkungsgrad besitzen. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, klicke auf das angezeigte Video. Abonniere außerdem gerne diesen Kanal, um kein neues Video zu verpassen.